Eine von den vielen alltäglichen Dramen in dem Leben der meisten Menschen besteht darin, dass wir dazu neigen, uns zu sehr nach den Vorstellungen und Wünschen von anderen zu richten, als nach unseren eigenen Vorstellungen und Wertmaßstäben. Statistisch gesehen ist das sogar eine von den Dingen, die die meisten bereuen, wenn sich ihr Leben dem Ende nähert. Nämlich genau das: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mehr nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben, als nach den Vorstellungen anderer. Warum ist das so? Ich glaube, in gewisser Hinsicht ist das normal. Wir alle wollen gern gemocht werden und wollen nicht beurteilt oder verurteilt werden. Als Kinder ist das sogar überlebenswichtig, also sowohl emotional überlebenswichtig, dass unsere Eltern uns mögen, als auch wirklich physisch überlebenswichtig. Denn wenn wir beurteilt oder verurteilt werden, dann werden wir vielleicht nicht mehr gefüttert, werden vielleicht nicht mehr geschützt und das wäre, glaube ich, ziemlich schlecht. Und insofern sind wir also dazu konditioniert, sowohl aus unserer Kindheit als auch von der Gesellschaft, dass wir dazu neigen, gemocht zu werden und uns somit nach den Vorstellungen von anderen richten, damit die uns mögen. In gewissen Grenzen halte ich das auch für normal und gesund. Also normal sowieso, aber auch für gesund. Denn wir sollten natürlich nicht völlig nur eigennützig leben und uns in Gesellschaft benehmen wie die berühmte Axt im Walde und keine Rücksicht auf andere nehmen. Das wäre natürlich falsch. Insofern ist es schon auch in gewissen Grenzen sinnvoll. Wie so oft neigen wir aber dazu, das zu übertreiben. Also wie in allem im Leben geht es darum, die richtige Balance zu finden. Und ich glaube, wir neigen dazu, uns zu sehr in diese Richtung zu entwickeln, dass wir gern gemocht werden. Auch diejenigen, die sich eigentlich eher äußerlich gesehen rücksichtslos verhalten und mehr nach ihrem eigenen, also mehr egoistisch leben als altruistisch leben, auch die wollen tief in ihrem Inneren irgendwie nur gemocht werden. Das wollen wir ja irgendwie alle. Und da will ich mal ein bisschen näher drauf eingehen, auf diesen Wunsch nach der Freiheit von Urteil von anderen. Ich glaube, in den allermeisten Fällen ist das eine Illusion. Wird immer so sein, dass egal was wir tun, es immer Leute gibt, die das nicht gutheißen, was wir tun. Und die Lösung dafür ist, sie sollten sich mehr nach ihren eigenen Vorstellungen, nach ihren eigenen Wertmaßstäben richten. Denn es ist egal, was sie tun, sie werden immer beurteilt oder verurteilt werden von anderen. Und dazu will ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die das schön illustriert, wie ich finde. Und zwar an einem heißen Tag in Marokko geht ein Vater mit seinem Sohn durch die Wüste spazieren. Und in Marokko in der Wüste ist es sowieso ziemlich heiß und an dem Tag ist es besonders heiß. Glücklicherweise haben die beiden einen Esel dabei, der denen gehört. Und so lässt der Vater seinen Sohn auf dem Esel reiten, damit der es nicht so schwer hat. Und dann kommen ihnen irgendwie ein paar Leute entgegen und von Weitem hört dann der Vater, wie die sich unterhalten und der eine zu dem anderen sagt: Mensch, guck dir die mal an hier, der Sohn da, der Kleine, der sitzt auf dem Esel und lässt seinen armen Vater nebenher laufen. Ja, und das bei dieser Hitze, ja, was für ein verzogener Bengel. Und die Leute gehen vorbei und der Vater denkt sich, ja, stimmt eigentlich, ja, was mache ich jetzt? Ich setze mich selbst auf den Esel und mein Sohn kann mal jetzt nebenher laufen. Hat ja auch lange genug gesessen, jetzt kann ich mich mal ein bisschen ausruhen. Und dann kommen sie durch an einer Oase vorbei und an der Oase ist ein kleiner Brunnen und da stehen Leute und die sagen dann, die hören da so tuscheln und sagen von mir, Mensch, guck dir den mal an, der Vater, wie eigennützig, also wie eigensüchtig, ja, der reitet auf dem Esel, ja, wie da, keine Ahnung, ja, wie da der König und lässt seinen armen kleinen Jungen bei der Hitze nebenher laufen. Ja, also das geht ja gar nicht. Und als sie wieder aus der Oase rausreiten, steigt der Vater ab und sagt, ja, stimmt eigentlich, das kann ich eigentlich nicht machen. Und nimmt seinen Sohn auf den Esel auch mit drauf. Und die reiten beide auf dem Esel. Und dann kommt ihnen eine Karawane entgegen und der Vater hört so, wie da sich zwei vorne in der Karawane unterhalten und der eine zum anderen sagt, guck dir das mal an, du. Das arme Tier, ja, bei der Hitze reiten die zu zweit auf diesem armen Esel. Ja, das kann man doch nicht machen, ja, das ist voll die Tierquälerei. Die Karawane zieht vorüber und der Vater denkt sich, Mann, kann ja wohl nicht wahr sein. Steigt ab, nimmt seinen Sohn auch runter und läuft neben dem Esel nebenher. Und dann kommen sie durch eine Stadt und irgendwo auf dem Marktplatz in der Stadt hört er, wie sich zwei unterhalten und auf ihn zeigen und sagen von wegen, also so dämlich möchte ich auch mal sein. Ja? An so einem heißen Tag, da haben die schon einen Esel und reiten nicht drauf, besitzen einen Esel und lassen den einfach laufen und gehen nebenher. Wie dämlich kann man denn sein? Und ich glaube, man könnte es vielleicht noch übertreiben. Ja? Also vielleicht könnte der Vater jetzt vielleicht noch den Esel hochgepackt nehmen oder so. Ich finde, es illustriert gut, egal was sie machen.
egal was sie machen, sie werden immer Leute haben, die das nicht gutheißen. Und es wird auch immer Leute geben, die es gutheißen. Wie in dieser schönen Geschichte. Egal wie sie es machen, irgendjemand findet das immer doof, was sie machen. Und wenn sie sich danach richten, ist das eine Falle. Denn wenn sie es so machen, wie die andere Person das gerade wünscht, dann wird es trotzdem jemand anders geben, der das doof findet. Und das halte ich, wie gesagt, für eins von den Dramen in unserem Leben, denn wir neigen dazu, es anderen zu sehr recht machen zu wollen und uns nicht selbst zu fragen, was wir eigentlich wollen. Und dazu will ich Sie ermutigen. Richten Sie sich nicht mehr so stark nach dem, was andere wollen. Richten Sie sich nicht danach, was Ihr Partner oder Ihre Partnerin will oder dass Sie endlich die Anerkennung von Ihren Eltern oder von Ihrer Familie genießen oder von Ihren Arbeitskollegen. Das ist alles irrelevant, denn selbst wenn Sie von denen die Anerkennung bekommen, wird es irgendjemand anders geben, der Ihnen die Anerkennung verweigert. Und es ist egal, was Sie tun. Deswegen machen Sie Ihr eigenes Ding. Auch das werden Leute gut finden und andere werden es doof finden. Aber es ist egal, was Sie tun. Ja? Also machen Sie das, was Sie selbst für richtig halten. Und machen Sie Ihr eigenes Ding. Seien Sie dabei nicht rücksichtslos, seien Sie trotzdem altruistisch und nicht egoistisch. Das heißt, gehen Sie auch gut mit anderen um und benehmen Sie sich nicht unmöglich mit anderen, aber richten Sie sich nach Ihren eigenen Wertvorstellungen und nach Ihren eigenen Wertmaßstäben. In dieser Geschichte ist aber noch eine andere Wahrheit verborgen, nämlich es ist normal, dass wir alle neigen zu Urteilen, Beurteilen und Verurteilen von uns selbst und von anderen. Und lassen Sie die anderen bei ihren Urteilen. Viele sagen sich, na, die sollten mich nicht beurteilen oder verurteilen. Doch, sollten sie, denn die machen es ja. Also, es ist ein Kampf gegen Windmühlen, wenn sie sagen, okay, die anderen sollten mich nicht verurteilen. In einer perfekten Welt ist das vielleicht so, aber es ist, wie es ist. Also versuchen Sie das bei anderen nicht zu ändern. Aber Sie können es bei sich selbst verändern. Auch wenn es normal ist, dass wir andere beurteilen und verurteilen. Wie gesagt, ich neige selbst dazu und in gewissen Grenzen kann man sich davor auch nicht schützen. Aber es ist immer gut, wenn man sich dabei selbst abholt und sich mal selbst reflektiert und sagt, so, oh, dann neige ich wieder dazu, irgendjemand anders zu beurteilen oder zu verurteilen. Und man kann das tatsächlich umgehen. Aber wie so oft im Leben, die einzige Person, die Sie verändern können, ist Sie selbst. Insofern achten Sie bei sich selbst mal drauf, wann Sie jemand anders beurteilen und verurteilen. Und dann können Sie selbst sich sagen, oh nee, das will ich nicht, denn es ist in Ordnung, wenn die anderen mich beurteilen und verurteilen, aber ich selbst will das nicht machen. Das ist bei allen Dingen im Leben so. Wenn Sie sich irgendwas von anderen wünschen, dann können Sie sich das von anderen wünschen, aber wichtig ist erstmal, dass Sie es selbst machen und die anderen so lassen, wie sie sind. Idealerweise führt das dann dazu, dass Ihr Verhalten die anderen inspiriert, aber das sollte nicht das Ziel sein. Wichtig ist nur, bei dem Thema beurteilen und verurteilen, gehen Sie selbst bei sich da sehr vorsichtig mit um, beurteilen Sie möglichst nicht andere, nicht sich selbst und lassen Sie andere aber durchaus sich beurteilen und sagen Sie nicht, das sollten die nicht machen. Denn das wird, glaube ich, immer so sein. Also wenn Sie warten, dass alle anderen nicht mehr urteilen, bis Sie selbst nicht mehr urteilen, da können Sie, glaube ich, ewig warten. Idealerweise können Sie dann noch aus den Dingen, die die anderen sagen, also deren Urteil, können Sie dann für sich noch idealerweise Schlüsse ziehen, dass Sie das sozusagen nehmen als gut gemeintes Feedback. Ja, das kommt vielleicht bei Ihnen nicht unbedingt so an und der andere meint es vielleicht auch nicht so, aber Sie können dann für sich rausnehmen, wenn irgendjemand anders irgendwas sagt, von hier, ich finde es doof, was Sie da machen, dann können Sie trotzdem noch sagen, von denen, okay, vielen Dank für den Hinweis, ich gucke mal, ob ich damit was machen möchte oder nicht oder ob ich es annehmen möchte und bei mir was verändern möchte oder es eben so lassen möchte. Wichtig ist, machen Sie Ihr eigenes Ding. Nicht auf Kosten anderer, aber ziehen Sie Ihr Ding durch, richten Sie sich nach Ihren eigenen Wertmaßstäben und nach Ihren eigenen Verhaltensweisen, die Sie immer wieder reflektieren. Machen Sie Ihr Ding und ganz wichtig, lassen Sie die anderen auch Ihr Ding machen.